Chance. Da kommt nichts, ne? Kommt kein Wasser, nein. Also wenn ihr mir sagt, dass die noch ziemlich guten Bedingungen sind, dann will ich nicht wissen, wie die schlechten Bedingungen sind. Weil ich finde das schon ziemlich crowded. Es sind 537. Es kommen bis zu 800. Ich finde das natürlich spannend. Hier sieht man, dass es verschiedene trotzdem am Kopf an die Decke kommen. Nicht überall Zugang zu Wasser ist. Und auch wenn, dann die verstehen das System. Also doch keinen Zugang zum Wasser. Also das ist schon betroffen, dass das, ja. But they are thirsty, so when do they get to drink? Yeah, they're thirsty, definitely. I don't know the legal requirements. After 14 hours? Yeah. Because they are considered adults, so they can go twice 14 hours, and in between they have to make a 1 hour stop to provide them water. I don't think, I mean, they cannot really provide it because they can just lick a bit of. But we can ask if they stop. Vétérinaire est arrivé. Donc en fait, la police a arrêté un camion avec des agneaux dedans qui sont vraiment très petits. Donc la police a vérifié tous les papiers. Maintenant, quand on est arrivé, les bêtes avaient l'air assoiffées et ils ont ouvert tout de suite l'eau quand on est arrivé. Donc elles ont bu et voilà, en sachant que les tétines d'alimentation d'eau ne sont pas adaptées aux agneaux. Wir sind hier in Altedo. Die Polizei hat jetzt einen Tiertransporter gestoppt mit Lämmern.
die sind gestern in Rumänien losgefahren und haben 800 Lämmer. Wir gehen davon aus, dass der LKW stark überladen ist. Die Tiere sind auch alle am Blöken, das heißt, sie wurden sehr wahrscheinlich nicht versorgt. Und ja, wir dürfen leider bei der Inspektion nicht dabei sein und müssen jetzt abwarten, was die Polizei entscheidet.